die Regulierungsmodelle zu beleuchten und zu schauen, welches Regulierungsmodell, zum Beispiel Cannabis Social Clubs oder Coffeeshop-Modell wie in Holland, ist denn für uns das Richtige? Was können wir damit machen? Was sind die Vor- und was sind die Nachteile? Dazu laden wir euch auf jeden Fall alle herzlich einzukommen. Die interessierte Öffentlichkeit ist explizit eingeladen und die Veranstaltung ist umsonst. Sie solltet also zahlreich kommen. Hanf ist eine natürliche Pflanze, aber sie ist als Heilmittel verboten. Und auch wenn das Urteil in Köln ein erster Anfang ist, so müssen die Patientinnen und Patienten erst alle möglichen anderen Behandlungsalternativen durchgehen. Und erst wenn all diese schädlichen pharmazeutischen Mittel versagt haben, dann darf Cannabis konsumiert und angebaut werden. Aber der Weg dahin, der ist erfüllt mit Schmerzen und Leiden, für den die Regierung die Verantwortung trägt. Und diese Moral, das ist keine Moral. Und deshalb gibt es nur eine Lösung. Die Legalisierung von Cannabis. Hier, um auch zu zeigen, dass es Leute gibt mit weißem Hemd, mit Jackett, die sehr wohl für eine Legalisierung stehen. Dass es Menschen gibt in allen Schichten dieser Gesellschaft, die sich allerdings bisweilen nicht trauen, auf Legalisierungsdemonstrationen herumzulaufen. Ich bin auch hier, um zu sagen, dass ich nicht der einzige deutsche Richter bin, der für die Legalisierung steht. Es gibt eine neue Richtervereinigung, die hat unter anderem eine Petition von 120 Strafrechtsprofessoren mit unterzeichnet. Ich aus meinem persönlichen Umfeld weiß, dass auch viele Polizeibeamte keine Lust mehr haben, Cannabiskonsumenten zu verfolgen, dass auch sie wissen, dass ein Kampf gegen Gewalt auf der Straße sinnvoller ist als ein Kampf gegen Menschen, die eine andere Droge nehmen wollen, außer die auf dem Oktoberfest, nämlich Alkohol. Gesetzesentwurf geben, der nicht nur sagt, wir wollen Cannabis legalisieren, sondern der sagt, wir wollen in allen Bereichen Regelungen treffen, wie die Abgabe stattfinden kann, wie wir die gesundheitliche Aufklärung vorantreiben, wie wir übrigens auch Cannabis besteuern werden, wenn es dann legal ist. Ja?